Steine habe ich in Island gefunden. Ich brauche diese Steine, wie sie sind, also ich bearbeite sie nicht. Sie sind elektrisch verstärkt und ich habe ein Arsenal von verschiedenen Schlagzeugschlägern. Ich habe vor etwa 10 Jahren begonnen, diese Steine zu spielen. Ich bin in dem Urlaub per Zufall über ein Steinfeld gefahren, das geklungen hat. L'interessante della fabbrica è che tu riesci veramente a sfruttare questo spazio molto suggestivo per il video. È quasi come se i 12 lavori presentati in mostra componessero un unico lavoro. Io credo molto nel bello, nell'armonico e non capisco il costante rifiuto di questi aspetti nel mondo dell'arte. E quindi quando ho fatto questa selezione di questi 12 artisti cercavo soprattutto quello. Io credo che il bello proprio va a toccare delle corde molto profonde, è quello che può provocare delle vere trasformazioni nelle persone. Die 25 Steine sind die skulpturgewordene Antwort von 250 Briefen, die ich handgeschrieben habe und hier in Valle del Plenio verteilt habe, mit der jeweiligen Frage nach der Lieblingsfarbe und dem Lieblingsbuch. Und von diesen Briefen habe ich 25 ausgesucht und die Lieblingsfarbe eben auf den Stein aufgebracht. Und dann das Buch gekauft, verbrannt und aus der Asche den schwarzen Teil des Steines aufgetragen. Bücher zu verbrennen als deutscher Künstler ist ein sehr provokanter Akt. Und ich möchte damit aufmerksam machen auf unser verändertes Leseverhalten und durch die Digitalisierung den Verlust von dem tatsächlichen Buch, der Materie des Buchs. Hier interessiert mich als Schlagzeuger die Situation, wie ich 5 verschiedene Tropfen zueinander spielen lasse auf 5 gefundene Steine. Und es entwickelt sich sehr schnell ein sehr komplexer Beat, der immer groovt.